Danke, sehr geehrter Herr Bundesminister außer Dienst und Nationalratspräsident in Spe. Die freuen sich schon dort, wenn Sie kommen. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Rechtsschutzbeauftragter, werte Führungskräfte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor wenigen Stunden bin ich in der Hofburg, die von Kräften dieses Hauses bestens geschützt wurde gegen Demonstranten, die wieder einmal gezeigt haben, dass nicht alle, die ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit in Anspruch nehmen, auch bereit sind, die damit verbundenen Grenzen einzuhalten, aber bestens geschützt wurde, zum neuen Bundesminister für Inneres angelobt worden. Es ist mir eine ganz, ganz besondere Ehre, Sie in dieser Funktion hier in diesem sehr, sehr würdigen Rahmen begrüßen zu dürfen. Und ich möchte gleich am Beginn meiner Rede auch festhalten, dass ich mich unglaublich darauf freue, vom heutigen Tag an gemeinsam mit Ihnen als den Expertinnen und Experten für die Sicherheit in diesem Land zusammenarbeiten zu dürfen. Was gibt es Wichtigeres als die Sicherheit, meine sehr geehrten Damen und Herren? Wenn Sie die Bevölkerung fragen, was in Ihrer Prioritätenliste ganz, ganz oben steht, dann werden Sie als Antwort immer hören, es ist die Sicherheit. Und so gibt es aus meiner Sicht nichts Wichtigeres, nichts Edleres, ja, nichts Wertvolleres, als mit der Aufgabe des Schutzes dieser Sicherheit für die Menschen betraut zu sein. Und das ist die Aufgabe dieses Hauses und ab dem heutigen Tag ist es auch zu meiner persönlichen Aufgabe geworden. Darüber freue ich mich sehr. Es wird viele Herausforderungen geben. Diese Herausforderungen werden es von uns verlangen, dass wir neue Wege einschlagen in ihrer Bewältigung. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Wege gemeinsam finden, dass wir sie gemeinsam entwickeln und dass wir sie gemeinsam durchziehen werden. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen in den letzten Tagen und Wochen. Die haben gesagt, mein lieber Freund, du übernimmst eine Herkulesaufgabe. Da habe ich gesagt, Herkules ist doch super. Das ist doch ein Held aus der Antike, der unter anderem die Hydra überwältigt hat und sich mit dem Höllenhund angelegt hat und beides auf erfolgreiche Art und Weise. Und genau so sehe ich die Aufgabe, wenn man darum kämpft, die Sicherheit der eigenen Bevölkerung zu erhöhen. Sehr geehrter Herr Bundesminister, außer Dienst, lieber Wolfgang, es ist mir auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dir ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wenn man als neuer Minister in ein Haus kommt, noch dazu ins Innenressort, ja, und du hast mir vorher auch einige Details von früheren Zeiten berichtet, dass man dann so herzlich aufgenommen wird und so freundlich empfangen wird. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen freundlichen Empfang und für die Organisation dieses so würdigen Rahmens für die Amtsübernahme. Ich bedanke mich aber auch, und zwar tue ich das, glaube ich, stellvertretend für die gesamte österreichische Bevölkerung, für all das, was du mit deiner Mannschaft und deinem gesamten Ressort in deiner Amtszeit für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zustande gebracht hast. Und mir persönlich wäre es ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass wir diese, ich nenne es einmal Vertrauensbasis, dass wir diese Gesprächsbasis, die wir miteinander in vielen Vorgesprächen auch entwickelt haben, bei der Erstellung dieses Programms entwickelt haben, dass wir das halten können, auch in Zukunft. Es ist ja gar nicht so kompliziert, nicht? Also du gehst vom Innenressort ins Parlament, ich komme vom Parlament ins Innenressort. Im Grunde genommen haben wir nur die Positionen und die Örtlichkeiten getauscht, aber unser Auftrag bleibt doch in Wahrheit derselbe. Und lassen Sie mich ein paar Worte zu diesem Auftrag sagen. Ich sehe den Auftrag, der heute in der Angelobung einer neuen Bundesregierung einen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat, darin eine Veränderung in Österreich herbeizuführen. Und zwar eine Veränderung zum Besseren. Und eine Veränderung zum Besseren quer durch alle Ressortmaterien. Das ist der Auftrag, den wir aus dem Wählervotum abgeleitet haben. Und das ist der Auftrag, den wir in harten Verhandlungen, aber immer auf Augenhöhe und mit der Gemeinsamkeit im Interesse in all diesen Tagen und Wochen der Verhandlungen gemeinsam auch umgesetzt haben. Und was meine ich jetzt mit dieser positiven Veränderung? Ich brauche es Ihnen nicht zu erklären, dass Österreich eines der sichersten Länder dieser Welt ist. Das ist eine objektive Tatsache und Sie können alle stolz auf sich sein, denn es ist zum überwiegenden Teil Ihr Verdienst, dass es so ist und dass uns alle anderen in Wahrheit darum beneiden. Aber wo ich ein kleines Problem sehe, das ist, dass es mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung
manchmal nicht so gut ausschaut. Das ist kein Versäumnis des Sicherheitsapparates, sondern das ist aus meiner Sicht ein Versagen von wesentlichen politischen Entscheidungsträgern, insbesondere im Zusammenhang mit einer völlig verfehlten Flüchtlingspolitik. Und ich glaube, es muss unser gemeinsames Ziel sein, das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen auf das Niveau zu bringen, das die Sicherheit in diesem Land objektiv schon hat. Und wenn es uns dann auch noch gelingt, beides gemeinsam noch etwas weiterzubringen, ja, dann haben wir sehr, sehr viel erreicht. Sie wissen alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass jedes Strafdelikt eines zu viel ist. Und wir haben natürlich eine sehr, sehr niedrige Kriminalitätsrate im Vergleich in der Europäischen Union, gemessen an der Zahl der Bevölkerung. Und trotzdem muss es unser Ziel sein, die Zahl der Strafdelikte noch weiter zu senken. Und wie machen wir das? Wie gehen wir das an? Naja, indem wir die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Und diese notwendigen Rahmenbedingungen bestehen in einer besseren personellen Ausstattung, sie bestehen in einer professionellen Ausrüstung, sie bestehen in klaren Strukturen und sie bestehen in adäquaten und zeitgemäßen gesetzlichen Rahmenbedingungen für unsere Polizei. Und genau das sind die wesentlichen Inhalte des Sicherheitspakets, von dem Wolfgang Sobotka auch gesprochen hat. Das haben wir über beide Parteien hinweg sofort am Beginn dieser Verhandlungen als prioritäres Ziel ausgemacht. Bei der Sicherheit darf nicht gespart werden. Im Gegenteil, bei der Sicherheit geht es darum, weiter zu investieren. Sie ist uns ein ganz zentrales Anliegen, egal ob da jetzt ein blauer Ressortminister ist oder ob es ein schwarzer gewesen wäre. Da haben wir uns sofort dabei gefunden. Und es wird uns mit diesem Paket gelingen, eine effizientere Bekämpfung der Kriminalität und insbesondere auch eine effizientere Bekämpfung des Terrorismus zustande zu bringen. Alles selbstverständlich, und das betone ich, und da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Staatssekretärin, immer natürlich unter der Wahrung der Grund- und Freiheitsrechte. Das ist uns ein zentrales Anliegen. Ja. Und ich habe auch in vielen, vielen Vorgesprächen mit dem Bundespräsidenten die Wichtigkeit dieser Sache immer wieder herausgestrichen und ihm gesagt, dass er in uns einen Garanten für diese Wahrung haben wird. Ein ganz zentraler Punkt, und das ist dann schon auch der letzte Punkt meiner inhaltlichen Ausführungen, ist für mich die Problematik der illegalen Migration. Ich denke, zusammenfassend kann man das ganz einfach sagen. Es gibt hier eine unglaublich hohe Erwartungshaltung der Bevölkerung. Ich bin jetzt wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, im Zusammenhang mit dem subjektiven Sicherheitsempfinden. Denn was gibt es Schlimmeres für die Menschen, als wenn man das Gefühl hat, dass das Ordnungsgefüge, das eigentlich für meine Sicherheit zuständig ist, irgendwie die Kontrolle über die Zustände verliert. Es gibt also hier eine unglaublich hohe Erwartungshaltung. Und deshalb glaube ich, dass gerade dieser Themenbereich der illegalen Migration jener ist, wo ich sagen möchte, dass falsche Toleranz das falsche Rezept ist, um mit den Dingen die richtige Lösung zu finden. Das heißt, ich habe eine ganz klare Position, die da lautet, wer sich illegal hier aufhält, der hat dieses Land zu verlassen. Und wenn er das nicht freiwillig tut und wenn die Anreize, die wir dazu bieten, nicht dazu führen, dass er dieser Aufforderung nachkommt, dann müssen wir zu anderen Mitteln greifen. Das ist nicht etwas, was wir gerne tun, sondern es ist etwas, was von uns verlangt wird. Das ist unsere Pflicht. Und dafür, diese Pflicht zu erfüllen, sind wir in den Positionen, in denen wir eben stehen. Das ist nicht immer angenehm, das freut viele nicht, aber es ist das, was sich die Bevölkerung, was sich die Menschen von uns erwarten. Und gleichzeitig muss es für uns möglich sein, und wir müssen es schaffen, die Verfahren effizienter und schneller zu gestalten und die Zahl der Rückführungen nach Möglichkeit noch einmal zu erhöhen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte aber auch noch auf einen zweiten Punkt zu sprechen kommen, der mir genauso wichtig ist wie das, was ich jetzt über inhaltliche Themen nach außen hin quasi gesagt habe. Und das ist die Frage der Form, wie wir alle miteinander umgehen, wie wir in diesem Bundesministerium für Inneres, wie wir insgesamt in unserem oder in den Bereichen, für den wir zuständig sind, miteinander umgehen. Und ich habe hier ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Und dieses ambitionierte Ziel heißt, dass ich einfach eine nachhaltige Vertrauenskultur in diesem Haus entwickeln will. Ich möchte haben, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier wohlfühlen,
dass sie sich mit dieser Organisation identifizieren. Denn jeder von uns verbringt unglaublich viel Zeit hier herinnen und es ist doch angenehm, ja, wenn das Projekt, an dem man arbeitet, auch sein Projekt ist. Wenn man das alles verinnerlicht hat und wenn man das Gefühl hat, dass ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Anerkennung herrscht. Das ist mein großes Ziel. Und übersetzt in die politische Sprache heißt das, ich möchte mit Ihnen nicht mehr und nicht weniger versuchen, als dieses Bundesministerium für Inneres zu einem der Top-Unternehmen in Österreich zu machen. Ich möchte daraus ein Vorzeigemodell machen, was all die Dinge betrifft, von denen ich gerade gesprochen habe. Und wenn ich irgendwann einmal dastehe und eine Abschiedsrede halten werde, so wie Wolfgang Sobotka es gemacht hat, dann möchte ich sagen können, und wir haben es erreicht, dass uns alle anderen Ressorts genau dafür beneiden. Dann ist uns schon etwas Wichtiges gelungen in diesem Bereich. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, noch etwas zu diesem Punkt. Wir sind alle keine Maschinen. Wir sind alle keine Roboter. Wir sind alle keine seelenlosen Geschöpfe. Sondern hinter jedem Mitarbeiter, egal in welcher Funktion er sich in dieses Ganze einbringt, steht immer ein Mensch. Und mir geht es darum, diesen Mensch mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt unserer Arbeit auch zu stellen. Da wird jeder mit seiner Umgangsweise und mit dem, wie er an die Dinge herangeht, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Und ich habe vorher gehört, dass Sie ein offenes Ohr immer haben werden für Ihre Mitarbeiter. Jetzt möchte ich sagen, nicht nur eines, Frau Kollegin, sondern beide Ohren werden wir offen haben für die Anliegen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und zwar jeder von uns, von mir beginnend über mein Kabinett. Und ich glaube, dass sich alle Führungskräfte selbstverständlich auch in dieses gemeinsame Projekt einbringen wollen. Ich will einfach haben, dass wenn die Polizistinnen und Polizisten nach ihrem Dienst nach Hause kommen, hoffentlich gesund, dass sie dann das Gefühl haben, dass sie eine Aufgabe erledigt haben, die wertgeschätzt wird. Und deshalb sind die zentralen Begriffe von dem, was ich unter Führungskultur verstehe, Wertschätzung und Anerkennung. Wertschätzung und Anerkennung, das sind die Schlüsselbegriffe. Und Sie können sich auf mich verlassen, dass ich in schwierigen Situationen, dann, wenn wieder mal, sei es von einer bestimmten politischen Seite zumeist, sei es manchmal auch von Medien oder von anderen Institutionen, der Versuch unternommen wird, unsere Polizistinnen und Polizisten dafür, dass sie sich dafür einsetzen, dass Recht und Ordnung in diesem Land herrscht und die Gesetze vollzogen werden, zu Sündenböcken abgestempelt werden, dass ich dann, obwohl ich nicht besonders groß an Statur bin, aber wie ein Bollwerk vor unseren Polizistinnen und Polizisten stehen werde. Darauf gebe ich Ihnen schon heute mein Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie zu guter Letzt noch darüber informieren, dass es eine wichtige Änderung in der Organisation geben wird. Das ist also etwas, worauf wir uns im gesamten Regierungsteam verständigt haben. Das heißt, dass auch das Bundesministerium für Inneres einen Generalsekretär einsetzen wird. Und mit dieser Funktion betraue ich ab sofort Herrn Magister Peter Goldgruber. Er ist damit ab jetzt der Vorgesetzte aller Sektionschefs und aller nachgeordneten Ämter und Behörden. Und im Gegenzug erhalten Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, viel Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum in Ihrem Bereich. Ich setze großes Vertrauen in Ihren Fleiß, in Ihre Loyalität, in Ihr Verantwortungsbewusstsein und in Ihre fachlichen Qualifikationen. Sie sind und bleiben die Träger der Umsetzung und die Gestalter der Betriebskultur. Ich fasse zusammen. Wir haben einen Auftrag nach außen. Dieser Auftrag nach außen heißt, ein hohes Niveau an Sicherheit nach Möglichkeit noch höher zu machen. Und wir haben einen Auftrag nach innen. Und dieser Auftrag nach innen heißt, in einem Klima der Anerkennung und der gegenseitigen Wertschätzung unsere Arbeit zu verrichten. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam diese Ziele erreichen werden und die Herausforderungen, von denen wir viele noch gar nicht kennen, meistern werden. Und ich weiß, dass wir auch nur gemeinsam erfolgreich sein können. Und Erfolg bedeutet für mich, und dort schließt sich der Kreis, jene Veränderungen durchzusetzen, die sich die österreichische Bevölkerung von uns erwartet.
angesichts des schon etwas vorgerückten Kalenders und weil ich Sie wahrscheinlich alle nicht mehr treffen werde, bis es dann soweit ist, darf ich Ihnen dann auch abschließend schon jetzt allen frohe Weihnachten wünschen und ein erfolgreiches, aber vor allem gesundes Jahr 2018. Danke.